wenn man nach Berlin kommt oder in Berlin ist und fragt, wo gehen wir Billard spielen, dann wollen wir da ganz oben auf der Liste stehen, dass das hier der Ort ist, wo man gut Billard spielen kann, in Berlin. Also wir wollen auf jeden Fall den schicksten, besten Laden in Berlin haben. Man kann ins Sparta kommen, ohne den ganzen Abend einen Kö anzufassen. Wir wollen, dass man hier sitzen kann, trinken kann, Fußball gucken kann, was auch immer machen kann, ohne dass man an die Billardtische geht. Aber wenn man Billard spielen will, soll man auch das beste Erlebnis am Billardtisch haben, was es gibt. Wir wollen also sowohl die ambitionierten Billardspieler als auch die Freizeitspieler, als auch Leute, die einfach nur einen Kaffee oder ein Bier oder einen Longdrink oder irgendwas wollen. Am Anfang ist eigentlich immer am coolsten sowas, ne? Weil du hast noch nicht viel zu tun und du kannst frei rumspinnen. Heidi und ich. Scheiße, jetzt habe ich Heidi gesagt. Kannst du sagen, also mir ist es egal. Heidi? Also Heidi ist nicht Heidi mit Zöpfen, sondern mein Partner Michael, der leider als Spitznamen Heidi hat. Heidi hat hier einen harten Job die letzten Wochen. Also der ist hier von morgens bis abends und hier an der Baustelle und der kriegt auch die ganzen Schwierigkeiten mit, wie ist da, also diese ganzen Details, die man bei so einer Bauphase hat, was ich oft gar nicht mitkriege. Ich habe hier eine ganz fantastische Rolle, weil ich immer nur einmal die Woche oder zweimal die Woche reinkomme und sehe, es bewegt sich was. Und mein Job ist dann auch, ihm zu sagen, so, ey, cool, das hat sich was bewegt, weil er das oft gar nicht mehr sehen kann. Da könnte jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass ich ein schlechtes Gewissen haben müsste. Ist aber nicht so mein Job und dafür hat er mich auch dabei haben wollen, ist eben auch das, den Laden dann voll zu machen, wenn er auf ist. Aber so im Großen und Ganzen haben wir extrem viel geschafft und in den ersten Wochen auch vieles geschafft, was man nicht sehen kann. Und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo man die Sachen, die gemacht werden, auch wirklich einen Unterschied dann erkennen kann.